Herzlich willkommen zur iPhone-Veranstaltung Spotlight 2021. Im Mai ist traditionell Interzoom-Zeit. Interzoom-Zeit bedeutet Branchentreffen in der Möbelindustrie. Ja, im Grunde ist über Corona schon alles gesagt und leider hat eben halt die Corona-Pandemie dieses Branchentreffen in Köln verhindert. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns als Zulieferbetrieb für Sie trotzdem entsprechend gut vorbereitet haben, Neuheiten entsprechend aufbereitet haben. Und neben der Messeveranstaltung finden jetzt eben halt die Branchen-Events über das digitale Thema statt, also über Webinare, wie man es heute sagt. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, sodass wir Ihnen unsere Neuheiten für das kommende Jahr zeigen können. Bevor ich über die einzelnen Bereiche referiere, beziehungsweise auch meine Kollegen Ihnen entsprechende Informationen geben, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dirk Löckener. Ich bin seit 2019 für iFern tätig und bin im Vertrieb im deutschsprachigen Raum tätig. Im Exportbereich macht diese Arbeit mein Kollege Christian Wietel, der eben mal die internationalen Kunden betreut. Zum iFern-Team gehört selbstverständlich auch Benjamin Stüttgen, der von der Geburtsstunde von iFern mit dabei ist, als Product Manager natürlich federführend in den Bereichen der Produktentwicklung und Weiterentwicklung unserer Themen. Und zum Team gehört auch Dirk Remmert, der bei uns im Backoffice arbeitet und letztendlich eigentlich alle Fäden unter uns, die wir im Vertrieb und im Product Management tätig sind, entsprechend intern führt. Sie sehen auf der ersten Folie unter dem Titel Spotlight 2021 auch unsere Neuheiten, wenn ich so will, unser Big Picture für das, was wir Ihnen entsprechend aufbereitet haben. Vorab möchte ich sagen, Sie werden heute von uns logischerweise oft das Wort Daten hören. Das heißt, wir reden über Daten. Damit meinen wir aber Ihre Produkte, Ihre Beschläge, Ihre Plattenmaterialien, Ihre Kanten, Ihre Beleuchtung. Und ich denke mal, es ist sehr nur einfach nachzuvollziehen, dass wir natürlich nicht ständig das Wort Daten über diese Vielzahl von Ihren Artikeln entsprechend darstellen wollen. Also von daher, das ist unsere Nomenklatur, wenn man sich das mal so über uns vereinigen wollen. Ja, ich komme auf die einzelnen Bereiche, wie gesagt, im Laufe der Präsentation vor und erlauben Sie mir, dass wir gemeinsam einmal schauen, was bedeutet Digitalisierung, wo stehen wir in der Digitalisierung? Häufig, das haben wir alle schon gelesen über Jahre hinweg, Digitalisierung 4.0. Und Digitalisierung 4.0 bedeutet ja, dass die ganzen Prozesse im Workflow ineinander greifen. Und wir haben von unserer Seite aus einfach mal geschaut, wie sieht letztendlich eigentlich der Bereich der Verarbeiter aus, der Zulieferbetriebe, der Endkunden. Dementsprechend haben wir hier für Sie ein Schaubild aufgebaut unter der Überschrift Digitalisierung ist Zustand. Stellen Sie sich bitte in diesem Kreis vor, das ist der Produzent. Und beim Produzenten meine ich mal ganz allgemein, das kann ein Industriebetrieb sein oder das kann auch eine Schreinerei sein. Also dort, wo letztendlich, ich sage es jetzt mal, Späne fliegen, so wie wir das als den Möbelbereich erkennen. Das heißt, wir haben hier den Bereich der Maschinenfertigung, wir haben hier den Bereich der Konstruktion, hier ist der Einkauf, hier ist der Vertrieb. Nicht zu vergessen dürfen wir natürlich auch im außenstehenden Bereich den Endkunden, so wie Sie hier als Zulieferbetrieb natürlich auch im außenstehenden Bereich stehen. Und wo funktioniert oder wie laufen dort starke oder digitale Prozesse im Allgemeinen ab? Ganz klar und klassisch natürlich aus dem Bereich der Maschinen und Anlagen. Dort wird natürlich sehr stark über Digitalisierung, über Datenaustausch in den entsprechenden Maschinenraum mit Anbindung an der Arbeitsvorbereitung gearbeitet. Im CAD-Bereich logischerweise auch. Heute geht keiner mehr her und macht irgendwelche Zeichnungen von Hand, sondern dort wird mit CAD-Systemen gearbeitet. Auf unterschiedlichem Niveau und natürlich auch mit unterschiedlichsten Logiken. Und auch Sie haben natürlich digitale Daten. Wir sprechen heute vielleicht viel mehr über qualifizierte Daten und über Daten, die eben halt unterschiedlichster Art und Weise genutzt werden können. Wir sagen, es liegt eine große Chance bei Ihnen,
ihre Daten weiter zu digitalisieren beziehungsweise über iPhone so anlegen zu lassen, dass viele User, viele Nutzer entsprechend ihre Daten nutzen können. Das bedeutet, wir sehen, das ist die zweite Folie in der Digitalisierung Sollzustand, wir sehen sie als Impulsgeber, um diese Digitalisierung voranzubringen. Das heißt, gehen von ihrer Seite aus hier, da sind sie wieder, über Daten bereits schon an den Einkauf. Von dort aus geht es weiter über die Konstruktion bis hin zum Maschinenraum, entsteht schon dort ein interner Workflow, der gesteuert sein kann über ihre Daten. Ich möchte auch hier an der Stelle einen Hinweis geben, wie funktionieren Online-Geschäfte und wie könnten auch, beim Schreiner ist es einfach, der arbeitet im Frontend zu seinem Kunden, aber auch ein Industriebetrieb, wie kann der schon bereits mit vorhandenen Daten, die von ihm kommen, im Grunde zu seinem Kunden über den Handel hinweg arbeiten. Das ist momentan Alltagsgeschäft im Online. Wenn ich also sonntags abends auf meinem Sofa sitze mit meiner Frau, konfiguriere mal eine Schrankwand, dann passiert eigentlich hinter diesen Systemen nichts anderes, als dass dort datenbankbasierte Möbel zurechtgearbeitet werden oder so eben halt auf Maß getrimmt werden, wie Sie das wollen. Und Sie wählen dort auf der Couch, ich möchte das gerne in Eiche haben. Und dann wird in Echtzeit im Grunde auf eine Datenbank hingewiesen, in Echtzeit auf die Daten von dem Plattenhersteller. Und so geht es mit Griffen und dergleichen weiter. Die Aufträge werden dann ausgelöst und steht quasi keiner mehr in der Arbeitsvorbereitung hin und macht daraus Stücklisten. Diesen Prozess sehen wir und sagen, da müssten wir eigentlich hin, um wirklich digital 4.0 zu sein. Das bedeutet, sehen Sie dieses als Chance, von hier aus in den unterschiedlichen Bereichen Ihre Produkte digital zu positionieren. Wenn wir schon auf dieses Schaubild sehen, dann sehen wir ja unterschiedliche Bereiche. Die Fertigung, den Einkauf, den Konstrukteur, den Verkäufer. Das heißt auf der anderen Seite, das heißt auf der anderen Seite, ich komme gleich zu der anderen Folie hin, aber live ist live, verzeihen Sie es mir bitte. Wir haben nicht den einen User, wir haben nicht den einen Nutzer und wir haben auch nicht den einen Datensatz. Das bedeutet, jeder hat unterschiedliche Anforderungen. Ein Einkäufer oder ein Schreiner, der darüber, wenn er ein Möbel konstruiert hat und möchte Beschläge bestellen, den interessieren in dem Moment sichere Artikelnummern. Während ein Konstrukteur genau die Positionierung in seinem CD hinterlegt haben will, der möchte diese Daten gerne an die Fertigung weitergeben und möchte dann eine zusätzliche Arbeit haben. Das heißt, in diesem Kreis der unterschiedlichen Anwendungen, da steckt auch im Grunde eben halt eine bestimmte Charme drin, dass Sie mit Ihren Daten alle erreichen können. Sie können den Einkäufer mit Kopfdaten erreichen. Sie erreichen den Konstrukteur und die Arbeitsvorbereitung, indem bestimmte Produkte gleich oder Ihre Daten weitergegeben werden, Bohrbilder erzeugt werden. Es gibt aber auch sehr interessante Verbindungen im Bereich der Montage oder im Bereich, also Montage entweder in einer Fertigung oder von mir aus auch in der Montage auf der Baustelle. Das heißt, wenn wir Informationen von Ihnen haben, wir können diesen Datensatz anreichern, dann steht die Möglichkeit, dass jemand Daten abruft und weiß, wie Teile verarbeitet werden, montiert werden können. Also all diese Informationen gehören zu einem Artikel oder beziehungsweise zu einem Datensatz. Und weil ich jetzt schon über die eine Folie rüber gesprungen bin und jetzt auf Daten gekommen bin, gehe ich noch wieder einmal zurück. So sieht das dann aus. Hier sind Sie als Zulieferbetrieb, hier sind Ihre Artikel und diese Artikel und diese Daten werden unterschiedlichst aufbereitet, angelegt, sind hier entsprechend bei uns auf der Cloud abrufbar und hier stellvertretend für den Möbelproduzenten der Konstrukteur entsprechend dargestellt. Dass es nicht nur der Konstrukteur ist, habe ich gerade geschildert, sondern dass es eben halt viele Nutzer und viele User gibt. Das bedeutet, wo befinden sich Ihre Artikel beziehungsweise wo sind Ihre Daten? Wir haben dazu hier ein Schaubild gemacht, damit Sie auch da immer wieder sehen, wir verbinden eben halt dann schon auch Ihre Daten mit dem Begriff Artikel. Das ist unsere, wenn man so will, unsere Fabrik, das ist unsere Fertigungshalle, unser Lager, also dort sind die Daten zu Hause. Wir nennen diese Heimat von den Daten den iPhone Data Broker. Den kennen einige von Ihnen schon.
Und innerhalb dieses iPhone Data Brokers gibt es auf der einen Seite die Funktion des Kataloges. Der Katalog kann sein, dort kann ich als Konstrukteur, als Einkäufer hingehen und kann sagen, ich möchte von Ihnen als Lieferant alle Daten runtergezogen haben. Dann sind letztendlich alle Ihre Informationen mit Stammdaten, mit Informationen aktuell bei dem jeweiligen auf dem Rechner hinterlegt. Kann auch nur einen einzelnen Datensatz runterladen. Das obliegt ihm und wie er entsprechend auch arbeitet. Einen neuen Bereich, den wir geschaffen haben, da kommen wir dann später drauf, ist der genannte, unsere Neuentwicklung heißt Composer. Innerhalb dieses Composers habe ich die Möglichkeit, eine Zone zu definieren. Und mit dieser Zone, Höhe, Breite, Tiefe, kann dann der jeweilige Nutzer sagen, ich brauche dazu Beschlagsdaten, ich brauche dazu Schubkartendaten. Das findet auf unserer Webseite statt und ist ein ganz neues, tolles Tool, was Ihnen im Nachgang Herr Stüttgen vorstellen will. Wohin gehen die Daten? Die Daten, Sie können sich vorstellen, natürlich sind wir ein Tochterunternehmen der IMOS AG und dementsprechend gehen unsere Daten oder Ihre Daten, Ihre Artikel in dem Datenformat iPhone EX in die Software der Firma IMOS, das IMOS EX. Dort, das zeigt Ihnen nachher mein Kollege Christian Wietel, wie funktioniert auf der einen Seite das Datenthema, das Cloud-Thema der Firma iPhone in Verbindung mit der Nutzung eines CAD-Systems. Ein weiterer Schwerpunkt, den wir für dieses Jahr, und das haben Sie auf der Titelseite gesehen, ist das Thema Anycut. Das bedeutet, wir wollen uns letztendlich eigentlich als eigenständiges Unternehmen etablieren mit anderen CAD-Systemen oder mit anderen Nutzern. Das bedeutet, Anycut heißt, ich habe ein CAD-System und innerhalb dieses CAD-Systems habe ich unterschiedliche Formate und die können dementsprechend hier abgerufen werden. Also alle Ihre Daten gehen auf der einen Seite automatisch an die Software-Systeme von der Firma IMOS im IMOS AX und darüber hinaus können eben halt alle anderen Daten abgerufen werden und in unterschiedlichen Formaten konvertiert werden. Jetzt ist das quasi eine Heimat unter iPhone.net, wo alles stattfindet. Einige sagen, ich möchte aber ganz gerne meine Daten auf meiner Webseite haben. Ich möchte im Grunde meine Daten, intelligente Daten, meinen Kunden über meine Website zur Verfügung stellen. Daraufhin haben wir ein Tool entwickelt mit dem Titel Your iPhone. Das bedeutet, wir extrahieren die Daten, die logischerweise danach auch noch im iPhone-Net sind, auf Ihre Webseite, im Wunsch auch in einem entsprechenden Design, was Sie vorgeben. Die Technik und die ganze Systematik bleibt gleich, aber Sie haben die Möglichkeit, Ihre Daten auf Ihre Webseite raufzuziehen. Der iPhone Composer, wie gesagt, gleich in der Live-Vorstellung, möchte ich aber dennoch einmal ganz kurz nur mit dieser einen Folie prägnant darstellen, weil das für Sie eine enorme Erleichterung ist. Fragen Sie bitte Ihre Kollegen im Innendienst, im Vertrieb, wie viele Schreiner anrufen, wie viele Monteure anrufen wollen, unterschiedlichste Beschläge, Beleuchtungssysteme in Möbel integriert haben, wo Sie schon in der Arbeitsvorbereitung oder dann im Vertrieb letztendlich den Kunden dahingehend unterstützen. Diese Unterstützung können Sie in Zukunft über den iPhone Composer letztendlich eigentlich anonym laufen lassen. Der Nutzer sagt nur, welche Höhe, Breite und Tiefe er hat, systemunabhängig und auch von der Komplexität des Systems völlig unabhängig. Und er bekommt vollwertige Daten. Er bekommt eine Auswahl, was er nutzen kann. Und danach bekommt er auch vollkommene Ausgabesituationen in CAD-Formaten inklusive Bearbeitung. Das ist also eine wirkliche Erleichterung, die Sie Ihren Kunden geben können, indem eben halt der entsprechend das Composer-Tool bei uns nutzen kann. Hier nochmal die Grafik Your iPhone. Letztendlich eigentlich, wenn Sie hier den Bildschirm sehen und sagen, das wäre eben halt die .NET-Seite bei uns, dann können wir den Bereich rausziehen und schon sind alle Informationen auf Ihrer eigenen Webseite. Jetzt ist es natürlich so, dass wir sehen uns als Schnittstelle, als Bindeglied, und zwar als Bindeglied zu Ihnen, als Zulieferbetrieb. Wir sehen uns aber auch als Bindeglied zu den Herstellern, also den Industriellen. Und wir sehen uns natürlich auch als Bindeglied zu den Schreinereien. Sowie, und jetzt kommt das nächste, auch eben mal als Bindeglied zu anderen CAD-Unternehmen.
Und wie können diese ganzen Leute, wie können wir, die dazwischen stehen, mit ihnen im Grunde die Kommunikation anfeuern und forcieren? Dafür haben wir für alle, die nicht Daten haben oder auch noch nicht Daten anlegen wollen, sondern im Grunde mit uns erstmal in Kontakt kommen wollen, ein neues Tool entwickelt, das iPhone Hub. In dem können Sie, wie eine Visitenkarte, sich als Unternehmen darstellen und können darüber hinaus schon mal zumindest mal auf einer einfachen Ebene untereinander interdisziplinär Kontakt aufnehmen. Das ist ein kostenloser Service, den ich Ihnen nur anbieten kann. Nutzen Sie das, das ist relativ einfach. Gehen Sie auf unsere Webseite. Über iPhone Hub gibt es ein Anmeldeformular und dann der entsprechende Vorgang, wo Sie Daten, Kontaktdaten, Bilder und Produkte hinterlegen können. Was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, das ist letztendlich eine, wenn man so will, eine Standardkollektion. Ja, wenn Sie jetzt Griffhersteller sind und würden Sie sagen, das war mein Katalog, meine 127 Griffe in 77 Oberflächen und so weiter. Wir sind natürlich auch in der Lage, individuelle Griffe herzustellen, um mal bei dieser Metapher zu bleiben. Das bedeutet, wir verstehen uns auch als Dienstleister von individuellen Dingen. So haben wir jetzt Branchenzeit, ist eben halt auch Zeit, um mit anderen Netzwerkpartnern zu arbeiten. Es gibt das Netzwerk in Herford, Envigens, deren Zielsetzung es ist, die Produkte relativ, sagen wir mal, von der Ästhetik her etwas neu zu definieren. Ja, da spielt das Thema Glas eine große Rolle. Da steht die Minimierung steht im Vordergrund. So, Minimierung bedeutet eben halt auch eine gewisse Komplexität. Und so haben wir mit den entsprechenden Netzwerkpartnern der Firma Envigens, haben wir diese Produkte, die auf der einen Seite komplex aussehen, aber im Grunde einfach gelöst sein können, haben wir dazu alle Daten angelegt. Das ist nur ein Beispiel, wie wir ganz individuell mit Ihnen als Lieferant arbeiten wollen. Wenn Sie sagen, Sie möchten gerne in Zukunft was auch immer für Produkte haben wollen, konfiguriert haben wollen, wo Sie sagen, ich möchte gerne meinen Kunden, von mir aus sind hinter Ihren Daten Kalkulationsbausteine hinterlegt oder wie auch immer, vollkommen egal, gehen Sie auf uns zu. Wir glauben, dass wir ein Spezialist sind für Daten, weil wir auf der einen Seite wissen, wie CRD-Nutzer funktionieren, weil wir als Bindeglied schon über viele Jahre hinweg dieses Know-how in uns haben. Bevor ich jetzt gleich an Christian Wiedel übergehe, möchte ich noch ganz kurz einmal das, was in dieser ersten oder in der zweiten Folie auch drin stand, wie können unsere Daten genutzt werden? Unsere Daten können eben halt schon vom Verkauf bis in die Produktion genutzt werden. Und das stellt Ihnen jetzt quasi in sehr schöner bildlicher Form auch mein Kollege vor. Das heißt also vom Verkauf hier dargestellt eben halt über die Konstruktion bis hin in die Verarbeitung und Produktion können Ihre Daten durchgängig genutzt werden. Christian, ich übergebe das Wort. Danke, Dirk. Vielen Dank für die doch recht ausführliche Einführung. Grau ist alle Theorie. Aus dem Grund werde ich heute zeigen, wie die Daten im iPhone oder wie die Daten im IMOS aus dem iPhone verwendet werden können. Das heißt, ich simuliere heute den Alltag eines Tischlers, eines Konstrukteurs oder Ingenieurs und vielleicht sogar ein bisschen den Alltag eines Verkäufers. Denn qualitativ hochwertige Daten werden bis hin in den Verkaufsprozess benötigt. Ich möchte beispielsweise Daten visualisieren, wie sieht eine Front, wie sieht das Frontmaterial eines Schrankes aus, wie sind die Materialien wie Oberflächen von Arbeitsplatten ausgeprägt. Aber Daten bedeuten natürlich auch die typisch konstruktiven Themen wie Topfscharniere, Beschläge, Griffe, alles das, was Dirk gerade schon angedeutet hat. Das heißt, genau diesen Alltag möchte ich heute simulieren. Ich möchte zeigen, wie ich die Daten in meine lokale IMOS-Welt runterladen kann aus dem iPhone. IMOS steht dafür stellvertretend, auch das hat Dirk gerade schon angesprochen. Und das möchte ich an der Stelle einmal präsentieren. So, wir sehen mein IMOS. Ich starte jetzt einfach mal diesen typischen Prozess gemeinsam mit den Kunden durchzuspielen. Das heißt, ich habe als Tischler eine Bibliothek. Ich nehme mal einfach mal einen Schrank aus der Bibliothek und platziere den in meinem sogenannten Auftrag. Wir sehen hier eine relativ einfache Eckschranklösung. Wir sehen, diese Eckschranklösung sieht erstmal sehr konstruktiv, komplex aus. Ich habe viele Striche, ich habe viele Informationen. Ich habe hier einen Dübel, ich habe Informationen zu Topfscharnieren. Ich habe aber auch alle Informationen wie Bearbeitung,
in Form von Bohrungen oder Ausfräsungen bereits in diesem 3D-Modell. Das heißt, alle die Informationen, um diesen Schrank zu fertigen, sind genau in diesem Modell abgebildet. Dadurch wird er sehr komplex, aber das macht ihn auch sehr smart und sehr intelligent. Im zweiten Schritt würde ich jetzt gerne hier einen Schrank mit einer Spüle haben. Werde ich einen mit einer Doppeltür auf. Man sieht an der Stelle, kann den sehr schön hier platzieren. Und wir sehen jetzt zwei Schränke, aber immer noch in dieser sehr technischen Ansicht. Ich bin jetzt im Gespräch mit dem Endkunden und möchte gerne dem Endkunden zeigen, wie sieht seine Küchenplanung in dem Fall denn aus? Er muss sich vorstellen, wie das Material aussieht in Zukunft und was er dann am Ende dafür bekommt. Ich wechsle jetzt mal die Visualisierung, ich wechsle in den realistischen Modus und jetzt sieht der Kunde schon besser. Ja, mein Frontmaterial ist hier ein sehr dunkles Holzdekor. Meine Arbeitsplatte ist hier ein Stile von einem Betongrau. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt dem Kunden die Möglichkeit bieten, zu zeigen, wie sieht deine Küchenplanung denn beispielsweise in einem Eichendekor aus. Also bin ich als Tischler in der Situation, mir zu überlegen, wer ist denn der Lieferant von meinem Eichendekor, von meinen Frontmaterialien. Ich für mich entscheide, das wird Egger sein. Ich bin Tischler und ich weiß, ich kann die Egger-Daten sehr gut an der Stelle beziehen. Natürlich kann es jeder andere Lieferant sein. Ich möchte jetzt zeigen, wie schaffe ich es, die Egger-Daten aus der iPhone Cloud in meine lokale Anwendung zu laden, sodass ich diese verwenden kann. Für diese Aufgabe wechsle ich nun in den EBOS Organizer. Das ist im Endeffekt das Administrationstool, um entsprechend Daten aus der Cloud runterzuladen. Hier zu sehen die Funktion iPhone Design Katalog. Was ist der Design Katalog? Der Design Katalog ist ein kompletter Herstellerkatalog. Wie wir hier sehen an der Stelle, sehe ich viele Hersteller. Das können Lieferanten von Beschlägen, von Schubkästen sein. Das können aber auch Lieferanten von Plattenmaterialien sein. Wie ich gerade angedeutet habe, hätte ich gerne ein Egger-Material, wähle hier den Egger aus und kann an der Stelle eine Menge Informationen hier bekommen. Ich habe ein komplettes Informationsblatt mit allen Inhalten. Ich habe Informationen sehr oberflächlich. Ich habe hier eine Kollektion 2020. In dieser Kollektion sind Materialien, Kanten, Oberflächen, all die Produkte, die Egger anbietet, enthalten. Diesen Katalog, diesen kompletten Katalog habe ich im Vorfeld runtergeladen. Der ist schon in meiner lokalen Datenbank verfügbar und ich möchte jetzt genau mit diesen Daten arbeiten. Ich gehe also wieder zurück in meine ursprüngliche Konstruktion und möchte jetzt genau dieses Frontdekor tauschen zu einem runtergeladenen Egger-Material. An der Stelle tausche ich jetzt die Frontmaterialien aus, gehe in die entsprechende Stelle im Auftrag und sage, die Frontmaterialien sollen vom Hersteller Egger sein. Wenn ich mir das dann mal im Detail angucke, dann sehe ich jetzt hier wirklich die Egger-Objekte als wirkliches Bauteil enthalten. Das heißt, der von mir erzeugte Auftrag wird jetzt neu generiert und genau mit den Egger-Materialien aufgebaut. Das heißt, wir sehen und der Endkunde würde sehen, genau so sieht seine Küchenplanung in Zukunft aus. Er hat ein viel besseres Verständnis, um sich hier genau seine zukünftigen neue Küche vorzustellen. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass sich Schränke aus einer vorgedachten Bibliothek in einem Auftrag gestellt hat, aber der Alltag ist anders. Der Alltag ist so, dass der Kunde sagt, ich hätte gerne eine ganz besondere Schrankkonstellation. Was am Ende bedeutet, ich muss als Ingenieur und als Techniker anfangen zu konstruieren in meiner IMOS-Lösung. Genau diesen Konstruktionsprozess, den starte ich jetzt an der Stelle. Ich öffne dazu den sogenannten Artikeldesigner. Was ich machen möchte, ist, ich will einen Schrank konstruieren, der einen Schubkasten und eine Tür hat. Ich möchte mich in diesem Konstruktionsprozess noch nicht entscheiden, welcher Beschlagslieferant hier verwendet werden soll, sondern das mache ich dann im nächsten Schritt. Einfach hier normale Standarddimensionen in der Höhe eintragen, die jederzeit wieder angepasst werden können. Ich habe jetzt hier eine leere Box. Diese leere Box bestücke ich jetzt mit Komponenten. Diese Komponenten sind sehr smart. Das bedeutet, in diesen Komponenten sind nicht nur Materialien oder konstruktive Informationen,
sondern hier ist auch schon vorgedacht, dass beispielsweise eine Dübel- oder eine Klammex-Verbindung oder Ähnliches gewählt werden soll. Aber ich entscheide mich auch in diesem Schritt schon, ob ein Schubkasten eingebaut werden soll oder ein Topfscharnier. Bedeutet erstmal linke und rechte Korpusseiten und Rückwand auswählen. Ich möchte jetzt diese sehr einfache Hülle aufteilen, damit ich Schubkasten und Tür einbauen kann. Diese teile ich jetzt in einer bestimmten Teilung auf. So, ich möchte gerne die Teilung mit einem Konstruktionsboden versehen. Ich wähle in diesem Fall den Komponente Konstruktionsboden aus. Und jetzt sehen wir, ich habe zwei Zonen erhalten. Die obere Zone möchte ich den Schubkasten einbauen. In die Zone darunter gerne die Tür. Springen wir in die entsprechende Zone und baue ein Zwei-Seiten-Zagensystem ein. An dieser Stelle habe ich noch nicht entschieden, welcher Beschlagslieferant ausgewählt wird. Ist es Blum, ist es Hettich, ist es Häfle, ist es vielleicht Grass? Diese Entscheidung werde ich im Nachgang präsentieren. Hier bin ich neutral in der Konstruktion. Ich wähle hier eine Tür aus, einen Griff, der oben sitzt, und möchte mir gerne jetzt dieses Ergebnis der Konstruktion anzeigen lassen und in meinem bereits angefangenen Auftrag platzieren. Ich speichere diesen in meiner Bibliothek, denn ich möchte ihn auch in Zukunft verwenden. Platziere diesen Schrank und wir sehen das Ergebnis meines Schrankes. Das war nicht so gewollt. Wir sind live. Das heißt, was kann passieren? Ich gehe noch einmal in die Bearbeitung des Schrankes. Eine kleine Information habe ich an der Stelle vergessen. Das Ganze nochmal. Speichere diesen nochmal und platziere diesen Schrank. Bedeutet, genau das ist der Schrank, den ich so konstruieren wollte. Wenn wir jetzt mal die Visualisierung etwas ändern, dann sehe ich auch, ich habe schon Schubkasten und Topfscharniere eingebaut. Plus der Schubkasten, der soll eine besondere Ausprägung haben. Er soll zum einen vom Beschlagslieferanten Blum sein und er soll eine dezimierte Tiefe bekommen, denn 270 mm soll dieser Schubkasten haben. Und genau an dieser Stelle fange ich jetzt an, den sogenannten Connection Scan, den Scan der vorhandenen Verbindungen zu starten und möchte mich jetzt entscheiden, welche Hersteller für den Schubkasten in Frage kommen. Ich gehe auf der linken Seite auf die Verbindungssituation, so nennen wir das, des Schubkastens, des Zwei-Seiten-Zagensystems und gehe jetzt über Filter auf den entsprechenden Hersteller und Anbieter Blum und sehe jetzt alle möglichen Verbinder, die für diese Konstruktion verfügbar sind. Denn IMOS analysiert die Zonenbreite, die Tiefe, die Höhe, analysiert aber auch Konstruktionsparameter. Das können sein, ist der Schubkasten eine aufschlagende Front, eine einschlagende, welche Fugen hat die Front und so weiter. Und alle möglichen Verbinder, die für diese Konstruktion verfügbar sind, werden mir nun hier angezeigt. Und wie ich eben gesagt habe, möchte ich gerne einen Schubkastenauszug haben, der in der Tiefe dezimiert ist, und zwar auf 270 mm Nennlänge. Guck mir dann in dieser Liste die unterschiedlichen Optionen an und genau hier sehe ich auch diesen Verbinder, bestätige das und baue diesen Verbinder in meine Konstruktion. IMOS generiert nun den Schrank neu mit all seinen Bearbeitungen. Das heißt, dadurch, dass ich diesen Schubkasten jetzt ausgetauscht habe, haben sich natürlich auch Informationen zu den Bearbeitungen, zu Bohrungen und zu Fräsungen verändert. Das sehe ich genau an dieser Stelle. Wenn ich mir diese Korpusseite angucke, diese hier sein, dann sehe ich, passend zu diesem Schubkastensystem sind natürlich alle Bearbeitungen eingefügt. Auch Informationen wie Animationen können hier realistisch dargestellt werden. Das bedeutet, wenn ich diesen Artikel nun animiere, und zwar genau diesen Schubkasten, sehe ich, dass dieser sich genauso verhält wie in der Realität. Wir nennen das, das ist ein digitaler Zwilling. Das heißt, das Verhalten in dem digitalen Umfeld ist genauso, wie wir ihn auch in der echten Realität vorfinden. Und das ergibt mir natürlich viele Möglichkeiten. Möglichkeiten in Kommunikation mit dem Kunden, der sich dadurch natürlich sehr gut vorstellen kann, wie sieht sein zukünftiges Produkt aus. Und natürlich auch hinsichtlich von konstruktiven Eigenschaften. Ich kann eine Kollision irgendwo simulieren und Ähnliches. Schließe diesen Schrank jetzt wieder und möchte mir im nächsten Schritt nochmal Gedanken darüber machen,
welche Topfscharniere wählen wir. Ich habe Ihnen bislang immer den Fall gezeigt, dass all meine Daten, all meine Kataloge, in dem Fall von Blum und von Egger, in meiner Datenbank sind. Die habe ich irgendwann mal runtergeladen und die kann ich immer wieder verwenden. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass es auch sinnvoll sein kann, selektiv Daten in meine lokale Datenbank zu importieren. Das möchte ich Ihnen jetzt am Beispiel meines Topfscharniers zeigen. Ich habe für mich beschlossen, ich möchte gerne ein Grastopfscharnier haben. Und dieses Grastopfscharnier möchte ich in der Cloud online konfigurieren und möchte das dann runterladen und in meine Konstruktion einfügen. Bedeutet, diesen Prozess starte ich jetzt einmal, ich selektiere meinen Schrank, gehe wieder in den Connection Scan, gehe auf das Topfscharnier und sage jetzt, bitte spring ins iPhone Online. iPhone Online, selektive, Workflow-basierte Konfiguration von Verbindern, starte das ganze IMOS, geht jetzt in die Cloud. Ich habe jetzt hier eine Sicht auf die Cloud. Ich wähle jetzt die entsprechende Scharniergruppe, das ist in dem Fall das Topfscharnier, wähle einen Hersteller, das wäre Grass. Und starte jetzt den Workflow. Der Workflow startet darin, dass ich das Topfscharnier als erstes wähle und im nächsten Schritt gehe ich weiter in die weiteren verpflichtenden Produkte. Ich fange hier an über das Eingrenzen des Ergebnisses. Ich möchte gerne das System einen Nexus-Verbinder haben, ein Nexus-System. Und ich möchte gerne einen Öffnungswinkel haben von 110 Grad. Durch diese Filter schaffe ich es, sehr genau auf ein passendes Scharnier zu kommen. Ich wähle jetzt das erste Ergebnis. Ich kann mir hierzu ein paar Informationen holen. Welche Artikelnummer habe ich? Wie sieht das Bild, das Vorschaubild dieses Verbinders aus? Ich habe eine kurze Beschreibung. Genau das, diesen Verbinder möchte ich für meine Konstruktion verwenden. Im nächsten Schritt zeigt iPhone jetzt die passenden Montageplatten für diesen Verbinder an. Bedeutet, ich als Tischler möchte aber noch weitere Filter eingrenzen. Ich weiß ganz genau, ich möchte eine Kreuzmontageplatte verwenden. Ich weiß auch, dass ich einen Befestigungsabstand von beispielsweise 28 mm haben will. Und so kann ich natürlich noch wesentlich mehr Filterkriterien setzen und komme somit immer besser auf mein exaktes Resultat. Also anders, wie wir in der Vergangenheit gelernt haben, den großen Katalog vor sich liegen zu haben und das richtige Produkt zu finden, schaffe ich es hier durch sehr intelligente Unterstützung, das passende Scharnier zu finden. In diesem Fall nehme ich genau diese Montageplatte, diese Kreuzmontageplatte für Nexus-Verbinder, wähle diesen Artikel. Im nächsten Schritt kann ich noch zusätzliche Produkte, zusätzliche Funktionen hier reinnehmen. Ich als Tischler sage, vielleicht hat der Kunde mir auch gesagt, ich hätte gerne so ein Soft-Close-Ding und weiß ganz genau, ich nehme jetzt hier dieses Soft-Close für Nexus rein, das soll ein Click-On sein, habe auch hier wieder die Beschreibung zu diesem Teil und packe das auch in mein Set. Wir nennen es Set, also eine Zusammenstellung von unterschiedlichen Produkten. Dieses Set ist jetzt noch in der Cloud, aber ich lade das runter in meine lokale Anwendung. Nur diese drei Verbinder in dem Fall, die ich dann immer wieder verwenden kann, nicht nur für diese eine Konstruktion. Das heißt, ich exportiere diese aus der Cloud und importiere diese in meine lokale Datenbank. Geht meistens recht schnell und das ist auch schon das Ergebnis. Wir sehen hier, hier ist ein Nexus-Scharnier mit 110 Grad Öffnungswinkel. Ich habe hier sämtliche Informationen, angefangen von Kopfdaten, von konstruktiven Informationen, auch Informationen zu Farbe und Ähnliches. Alles in meiner Datenbank abgelegt. Natürlich sind auch hier gleich die 3D-Modelle, die grafischen und visuellen Informationen dieser Verbinder mit runtergeladen worden. Ich bestätige das und sehe an der Stelle, IMOS hat die Konstruktion schon verändert. Und genau hier sehen wir, dass mein konfiguriertes Grasscharnier ist. Also das bedeutet, wir haben gerade zwei unterschiedliche Möglichkeiten gesehen. Die erste Möglichkeit ist, sämtliche Kataloge eines Herstellers runterzuladen. Das kann unter Umständen Sinn machen. Wenn ich allerdings nur einzelne Produkte eines Herstellers benötige, kann ich dies mit ja doch sehr smarten Unterstützungs- und Supportmechanismen hier direkt in meine Datenbank laden. Wichtig an der Stelle, ich gehe mit den Parametern der Konstruktion ins iPhone. Das heißt, ich habe ganz genau vorgegeben, wie sieht meine Konstruktion aus, wie sind die Zonendimensionen, wie ist die Konstruktion ausgeprägt, was in dem Sinne wieder eine weitere Unterstützung und eine ja doch größere Sicherheit für den Anwender gibt.
Im nächsten Schritt würde ich hier neben den ja doch insgesamt drei Unterschränken noch einen Hochschrank aus meiner Bibliothek importieren. Dieser Hochschrank wird eine Nische beinhalten. Diese Nische kann natürlich auch wieder beliebige Objekte beinhalten und gehe nochmal in eine andere Visualisierung. Und um diese ganze Küchenplanung letztendlich vollständig zu haben, platziere ich noch einen Wandschrank, einen Hängeschrank in diese Planung und würde hier nochmal ein nettes Feature verwenden. Ich möchte gerne einen Wandschrank haben, welches eine Klappe hat. Sie sehen, ich platziere diesen Schrank mal. Dieser Schrank ist relativ unspektakulär, wird auch danach noch sein. Ich möchte gerne zeigen, wie ich die Frontvariante weg von einem klassischen, von einer klassischen Holztür, durchgehenden Holztür, in eine Rahmentür mit Glas nehme. Das bedeutet, Zulieferprodukte muss nicht immer die Spanplatte mit einem bestimmten Dekor sein, sondern kann natürlich auch ein Aluminiumprofil mit entsprechendem Glas einsetzen, mit Glasfüllungen, die in unterschiedlicher Stärke oder Ähnliches vorhanden sind. Das bedeutet, ich möchte hier meine vorgedachte Konstruktion nochmal ändern. Das zeige ich hier, dass wir mit wenigen Klicks hier die Möglichkeit haben, auch konstruktive Veränderungen zu machen. Gehe nochmal in die Konstruktion der Tür und wähle jetzt hier ein entsprechendes Prinzip aus. Und zwar ist das ein Aluminiumrahmenfront mit Glasfüllung. Bestätige das, IMOS erkennt, es hat sich irgendwas geändert und generiert genau diesen Schrank nochmal neu. Und wir sehen, ja, Glas ist drin, man sieht das so ein bisschen, durchsichtig ist es, man sieht auch so ein bisschen die Klappenbeschläge. Und auch das können natürlich in der Form Zulieferprodukte sein. Die Welt der Zulieferprodukte ist im Konstruktionsprozess sehr breit aufgestellt an der Stelle. Ich glaube, das ist soweit klar geworden an der Stelle. Um jetzt quasi den Abschluss zu finden, ich habe hier meine Küche vollständig geplant. Der Kunde hat gesagt, jo, kann ich mir sehr gut vorstellen, sieht gut aus, bitte bestellen. Und jetzt fängt natürlich mein Produktionsprozess an. Und hier liegt natürlich der große Benefit einer klassischen CAD-CAM-Anwendung. Denn aus diesen Modellen, aus diesen Zusammenstellungen von Schränken kann ich natürlich jetzt wieder Produktionsdokumente erstellen. Das können sein Stücklistendaten, Stücklisten in Form von Reports als PDF oder Stücklisten auch für andere Systeme natürlich. Das können Fertigungsunterlagen sein, heißt Maschinenprogramme für IMA, Biesse, SCM, HOMAG, was auch immer. Wir übersetzen das 3D-Modell in ein maschinenlesbares Modell. Es können aber auch Zeichnungen sein. Zeichnungen werden immer noch benötigt, auch in Zeiten, Dirk, du hast gesagt, Digitalisierung 4.0. Werden in Fertigung immer noch Zeichnungen benötigt. Ja. Das bedeutet, all diese Dokumente kann ich nun erzeugen aus diesem konfigurierten Modell. Starten wir einfach mal mit dem, speichere das Ganze mal, nennen das Ganze Webinar. Oh, bestätigen ja. Wir starten das Ganze mal, ich würde gerne an der Stelle einen Beispielreport ausgeben. Gehen wir mal in genau diesen Auftrag. Dieser Report soll jetzt ein Report über alle Zukaufteile dieses Auftrags sein. Wähle dementsprechend den richtigen Report aus. Bestätige das Ganze. Und sehe nun, wenn ich das mal ein bisschen größer mache, sehe nun, dass ich hier eine Liste habe mit allen Teilen, die ich als Tischler zukaufen muss. Natürlich bestimme ich am Ende selber, welches Teil zugekauft wird und welches vielleicht sogar selber produziere, aber wir sehen hier sehr gut, wir haben hier die einzelnen Bestandteile der Grasscharniere, das Nexus Click-On-Scharnier, was wir online konfiguriert haben. Wir haben den Blumenauszug hier, neben Hettich, Sockelfüßen und Verbindern haben wir hier natürlich die Legra-Box von Blumen, die ich in diesen Schrank eingebaut habe. Das ist ein einfacher Überblick für einen Report für Zukaufteile. Reports sind vielfältig. Natürlich kann ich hier auch einfache Stücklisteninformationen heranziehen. Das heißt, nochmal einen letzten Report an der Stelle zeige, brauche ich natürlich auch klassische Stückliste für alle Bauteile. Auch diese wird bei unseren Kunden in der Form so verwendet. Bedeutet irgendwo Bauteilinformationen mit Informationen zu Rohteilmaßen und Fertigteilmaßen.
Aber auch Informationen zu Zukaufteilen kann ich hier an der Stelle hinzufügen. Das heißt, bezogen auf den Schrank, den ich selber konstruiert habe, habe ich hier noch eine schöne Liste mit allen Teilen, die ja quasi zugekauft werden. Ich möchte noch einmal zeigen, wie die Maschinendatengenerierung funktioniert. Dazu wähle ich mir hier mal einen Schrank aus dieser Planung, nämlich den, den ich selber konstruiert habe. Das heißt die CNC-Datenerzeugung. Hier habe ich nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Wir kennen sehr gut den Markt. Wir wissen sehr gut, welche Maschinen in den Produktionen der einzelnen Anwender stehen. Aus dem Grund habe ich gerade angedeutet, wir finden Homag, wir finden SCM oder Bierste. Ich wähle hier an der Stelle eine Homag-Maschine aus und generiere jetzt aus diesem 3D-Modell die Daten für die Maschinen. Das bedeutet, um hier nochmal reinzuschauen, was passiert ist, sehen wir jetzt hier für jedes Bauteil dieses Schrankes letztendlich mit dem Namen des Barcodes ein Maschinenprogramm. Das Ganze können wir mal uns anschauen. Das bedeutet natürlich, um da wieder den Kreis irgendwo zu schließen, ganz vorne im Produktionsprozess oder im Konstruktionsprozess entscheide ich mich für Zulieferdaten, in dem Fall für ein Topfscharnier und einen Schubkastenauszug. Und natürlich am Ende muss ich die Daten generieren und die Bohrungen in diesem Programm sind natürlich bezogen auf die Daten der einzelnen Zulieferprodukte ausgeprägt. Gut, das war ein sehr, sehr schneller Überflug und einzelnen Möglichkeiten. Gut, ich glaube, an der Stelle würde ich an Dirk übergeben wieder und freue mich, wenn es Fragen gibt, Ihnen Jochen Schett zu beantworten. Vielen Dank, Dirk. Christian, vielen Dank. Ja, Sie haben gesehen, wie ich finde, sehr schön und letztendlich auch sehr leidenschaftlich, wie einer Ihrer Kunden, also hier Christian hat immer vom Schreiner gesprochen, wie einer Ihrer Kunden mit den Materialien, und da haben wir ja nicht nur über Beschläge gesprochen, sondern über Plattenmaterialien, über Beleuchtung. Also im Grunde die Alurahmentür mit dem Glas, wie diese Dinge miteinander verarbeitet werden. Also basiert, um anschließend den Workflow, den Prozess zu optimieren. Wir haben vor einigen Wochen, weil wir im Grunde ja mit vielen Verarbeitern sprechen, wir haben vor einigen Wochen einen Besuch gehabt, oder wir sind zu einer Firma gefahren, zu einer Schreinerei, und die Digitalisierung bedeutet auch, wie kann ich mich weiter aufstellen? Dieses Unternehmen hat zum Beispiel mit der Digitalisierung verbindet es auch die Internationalisierung. Das, was Christian dargestellt hat, sind Daten, die direkt reingeführt sind, verarbeitet wurden, wo vielleicht der Kunde am Frontend steht und sagt, ich finde Eiche besser als sonst irgendwas. Was bedeutet das aber auch, wenn man mal über Corona und über neue Wege nachdenken muss, Produkte zu vermarkten? Wie gesagt, Internationalisierung. Dieser Produzent hat mir gesagt, iFern bietet mir die Möglichkeit, auch international am gleichen Bildschirm, mein Verarbeiter sitzt in Texas, mein Monteur sitzt in New York und ich bin der Produzent. Wir können alle zeitgleich auf die gleichen Artikel. Wir können in Echtzeit in der Konstruktion verfolgen, passt das, kann ich das so verarbeiten. Wenn man sich dann im Grunde dann den Unternehmer anhört, der sagt, für mich ist iFern Sicherheit. Sicherheit auf der einen Seite in Form von Stammdaten, Sicherheit auf der anderen Seite, dass es eben halt Prozess und übergreifend funktioniert. Also von daher kann ich Ihnen immer nur, wie gesagt, jetzt empfehlen, nutzen Sie die Chance, legen Sie auch die Daten an. Hier wurde jetzt dargestellt, wie eben halt ein Produzent damit arbeitet. Mein Kollege Benjamin Schüttgen wird Ihnen jetzt zeigen, wie der Composer funktioniert und da auch im Grunde, wie arbeitet jemand und sucht und braucht Daten, kennt sich mit diesen Informationen vielleicht nicht so gut aus. Und da gibt es eben mal diese Unterstützung mit unserem neuen Teil Composer. Gibt auch Sicherheit, weil die Daten anschließend so eingesetzt werden können. Benjamin, bitte. Danke sehr. Ja, auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Danke dir, Dirk. Danke, Christian, für die ja doch interessanten, die interessante Vorstellung. Jetzt habe ich gerade in der Präsentation von Christian natürlich sehr gesehen, wie funktioniert die Integration der ganzen iPhone-Daten, der iPhone-Cloud in die IMOS-Welt.
Natürlich besteht die Partnerschaft schon sehr, sehr lange und damit, ja, wie wir es gesehen haben, funktioniert die Integration sehr, sehr gut. Was ist denn jetzt, wenn ich, ja, wenn ich kein IMOS-Anwender bin, wenn ich vielleicht ein einfaches CAD-System oder vielleicht einfach ein ganz anderes CAD-System einsetze? Und genau dafür haben wir auch eine Lösung geschaffen, nämlich den jetzt eben erwähnten iFan Composer. So, ich will jetzt auch gar nicht so lange dazu reden, sondern möchte Sie auch einladen, mit mir auf meinen Bildschirm zu schauen und teile dafür genau diesen einmal. So, Sie sehen jetzt also die Startseite des iFan Data Broker. Das heißt, ich habe mich auf iFan.net habe ich mich eingeloggt und bin jetzt in dem Arbeitswerkzeug iFan, den wir halt iFan Data Broker nennen. In diesem Arbeitswerkzeug finden wir einerseits den iFan Catalog, der schon eine ganze Weile besteht, aber halt auch neu diesen iFan Composer, der mir genau im Prinzip die Anforderungen abnimmt, dass ich nämlich in beliebige CAD-Systeme Daten, die wir in der iFan Cloud bereitstellen, verwenden kann. So, ich nehme Sie kurz mit in meine CAD-Umgebung, habe hier in einem einfaches AutoCAD. Also ich habe hier quasi ein AutoCAD verwendet, wo ich keine Verbindungslogiken automatisch platzieren kann oder vielleicht Möbelteile automatisch generieren kann, sondern ich habe jetzt vielleicht als Tischler nutze ich gerne das AutoCAD und konstruiere hier halt freihand vielleicht auf Basis von irgendwelchen Körpern meine Möbel. Vielleicht reicht mir das auch aus. Und ja, habe jetzt mal hier schon vorbereitet. Sie sehen, es ist ein recht simples Möbel. Das hat mich einige Arbeitsstunden vielleicht gekostet, das so zu konstruieren. Und jetzt habe ich vor, das zu fertigen. Und ich denke, das ist auch kein großer Aufwand. Die Korpusseiten werde ich vielleicht mit Flachdübeln verbinden oder normale Dübel. Das mache ich einfach direkt in der Werkstatt. Die Griffe oder vielleicht auch Knöpfe, das kriege ich auch platziert in der Front. Das ist ganz simpel. Schwierig wird es jetzt, wenn es um echte Beschlagtechnik geht. Also wenn ich jetzt wirklich ein Topfscharnier platzieren möchte, wo ich natürlich wissen muss, wo kommt das Topfscharnier hin, wo kommt die Montageplatte hin. Weil wenn wir uns das mal anschauen, das muss ich natürlich nicht nur in der Höhe, also hier in Richtung Z verschieben, sondern in allen drei Raumrichtungen verschieben und vielleicht sogar drehen. Genauso wird es sein mit Schubkastenbeschlägen, wo ich dann nicht genau weiß, okay, wenn die Schiene dort zu platzieren ist, wo ist dann in Abhängigkeit von Bohrung in der Seite dann vielleicht die Bohrung in der Front? Das bringt eigentlich mit sich, dass ich jetzt mir den Katalog des Wunschherstellers quasi auf den Schoß nehme und dort quasi abgreife, das ist mein Maß und das ist Maß hier in der Zeichnung und dann quasi ein sehr langes Hin und Her und nachher bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob das wirklich passt. Daher möchte ich vielleicht mal diese neue Technologie nutzen und auch Ihnen vorstellen. Und wie machen wir das? Ich greife jetzt mit Ihnen gemeinsam einfach mal hier so ein Maß ab, nutze ich einfach hier die Bemaßungsfunktion, indem ich mir einfach mal das lichte Innenmaß dieses Schrankes hier ausgeben lasse, also beziehungsweise der Türseite ausgeben lasse, weil was ich vorhabe, ist auf dieser Seite einfach mal Topfscharnier zu platzieren. 412 mm, das ist recht simpel und die anderen benötigten Informationen, die habe ich letztendlich im Kopf, weil ich habe das Möbel, wie gesagt, selber konstruiert. Ich weiß, die Tür ist 19 stark, die Seite weiß ich auch, wie stark sie ist und so weiter. Genau diese Informationen merke ich mir jetzt einfach, springe mit diesen Informationen halt in die iFan-Oberfläche, in den iFan Data Broker, starte dort den iFan Composer und sehe schon, aha, jetzt werden mir nämlich genau diese Parameter abgefragt. Ich gebe hier oben an, dass ich genau nach einem Scharnier suche, nicht nach einem Schubkasten oder nach einem Klappensystem. Es folgen sicherlich später auch noch weitere Typen hier. Und als nächstes werde ich dann auch die lichte Zonenhöhe abgefragt. Da erinnere ich mich gerade an die Zeichnung, das waren 412, hatten wir dort abgemessen, dass die Tür ist vorliegend, ja, das passt. Der Anschlag ist links, es ist eine volle Tür, alles okay. Die Frontauflage ist 16, ja, ich hatte eine Dreierfuge vorgesehen. Also genauso kann ich die Werte stehen lassen und damit bin ich auch schon durch.
hätte auch auf der linken Seite hier eine kleine 3D-Vorschau, die mir letztendlich als Unterstützung dient. Ich springe jetzt mit genau diesen Angaben springe ich in unsere sogenannte Beschlagauswahl und starte das mal. Jetzt geht iPhone her und filtert schon die Hersteller oder selektiert schon die Hersteller aus, die überhaupt noch in Frage kommen, die quasi für diese Scharnieraufgabenstellung eine Lösung bieten. Ich wähle jetzt mal einfach einen dieser Hersteller aus und bekomme direkt halt Ergebnisse geliefert und kann jetzt ja beliebig wählen. Ich könnte entweder oben Filter nutzen oder ich kann direkt wählen, wenn ich weiß, was ich haben möchte. Und ich denke, für mein recht einfaches Möbel soll es auch simpel bleiben. Ich nehme einen klassischen 110-Grad-Eckanschlag hier, wähle diesen Typ aus und springe dann in die weitere Auswahl. Und hier durchlaufe ich jetzt ein kleines, ja, ich sag mal, Frage-Antwort-Spiel, nämlich, wie soll denn die Farbe meines Scharniers sein? Da möchte ich gerne vernickelt haben. Wie soll der Topf befestigt sein? Der soll bitte zum Einpressen sein. Material der Montageplatte aus Stahl. Wie soll das Ganze befestigt werden? Oh, 5er Bohrung, das passt. Und so weiter. So durchlaufe ich hier halt hier nach und nach einige Fragen. Und wenn ich alle beantwortet habe, weiß das System letztendlich genau, wie es zu bestücken ist, welches Zubehör ist zu wählen. Falls noch eine Frage nicht genau geklärt ist, wird sie mir direkt nochmal nachgestellt und ich kann letztendlich alles auswählen und die Lösung in meine Merkliste schreiben. So, die Merkliste präsentiert mir jetzt, ja, lieber Benjamin, du hast hier ein Scharnier und eine Montageplatte für deine Aufgabenstellung gefunden. Und das Wichtige, was wir jetzt hier im Vordergrund nicht sehen, ist eigentlich das, was im Hintergrund passiert und auch abgelegt wurde. Nämlich zudem liegen jetzt auch Informationen zu meiner Konstruktion vor. Also diese 412 mm, die ich für die lichte Höhe eingegeben hatte, die Konstruktionsparameter, die werden jetzt im nächsten Schritt mit genau den Informationen von Scharnier und Montageplatte verheiratet. Das Ganze wird miteinander berechnet, live auf unseren Servern. Und ja, und das Ganze kann ich dann als beliebiges CAD-Modell oder das ausgerechnete Ergebnis kann ich dann als CAD-Modell, als gesamtes CAD-Modell herunterladen. Mir stehen hier einige CAD-Formate zur Verfügung. Wir haben hier Ihnen mal eine Auswahl der üblichen, branchenüblichen Formate angeboten. Auch eine unterschiedliche Typisierung. Was möchte ich denn überhaupt runterladen? Reichen mir vielleicht nur die Beschläge oder möchte ich vielleicht auch die Bohrbearbeitung oder möchte ich beides haben? Und ich will natürlich hier Ihnen das am höchsten bewertete mit Ihnen zusammen herunterladen, nämlich Beschläge und Bearbeitung. Das Ganze laden wir jetzt mal herunter. Jetzt weist mich das System darauf hin. Dieser Vorgang wurde gestartet. Ich kann jetzt beruhigt diese Oberfläche verlassen. Ich könnte jetzt was anderes weiterarbeiten. Ich werde per E-Mail benachrichtigt, wenn mein Download fertig ist, kann auch jetzt letztendlich den Prozess jetzt schon wieder von vorne beginnen und kann sagen, ah, ich möchte jetzt vielleicht noch was anderes bestücken oder ich springe vielleicht noch in den iPhone-Katalog, um ja vielleicht von einem anderen Hersteller oder vielleicht sogar vom selben Hersteller noch Beschläge dazu zu addieren, wo ich genau weiß, ah, die Artikelnummer ist mir bekannt, aber das war mir jetzt zu aufwendig, das da rauszusuchen, wenn es vielleicht nur ein Dämpfer, ein Puffer oder was auch immer ist. Jetzt haben Sie vielleicht kurz schon gesehen, poppte hier oben ein kleines Fensterchen auf, was mich darauf hinwies, dass mein Download bereits fertig ist. Also ja, es waren jetzt halt wenige Sekunden, die das System gebraucht hat, das live auf dem Server zu generieren. Und ich lade das mal hier gemeinsam mit Ihnen runter. Und dann schauen wir uns mal an, was da so drin steckt. Ich lasse mir das hier anzeigen, sehe, aha, ich habe hier ein ZIP-Archiv bekommen. Das will ich mir mal entpacken. Steige dort hinein und sehe schon, aha, da sind wohl drei CAD-Modelle gekommen, drei Dateien, scheinbar hier wahrscheinlich Scharnier-Montageplatte. Könnte ich jetzt halt manuell irgendwie wieder im Raum platzieren, hätte dann aber die Schwierigkeit, die ich am Anfang bereits erwähnte. Und hier eine Datei, die ja das eigentliche Interessante für mich ist, nämlich die Kombination aus allem. Diese will ich einfach mal gemeinsam hier mit Ihnen öffnen. Schauen wir mal drauf, von oben. Aha,
was habe ich hier bekommen, gesehen. Ich habe ja nicht nur ein Scharnier, sondern halt zwei bekommen. Also ich habe halt auch schon Teile bekommen, die sind im Raum fix und fertig platziert. Ich muss das jetzt mal hier für Sie in dem CAD-System kurz ein bisschen auseinandernehmen, damit wir das gleich schön markieren können. Und sehe, ich habe nicht nur Scharnier und Montageplatte einzeln bekommen, sondern sogar halt platziert aufeinander. Also die haben direkt einen Bezug zueinander. Und wir sehen das hier vorne mit dieser etwas dunklen Linie, die ich jetzt gerade mal highlighte, haben wir auch Bohrbearbeitung mitbekommen. Also das heißt, da haben wir zu dem Modell, was ohnehin uns zur Verfügung gestellt wurde, generieren wir aus den Informationen in der Alfen-Datenbank, generieren wir diese Bohrbearbeitungsinformationen hier halt als 3D-Volumenkörper, sodass wir die nachher gegebenenfalls weiterverarbeiten können. So, was mache ich jetzt damit? Ich schnappe mir letztendlich mal alle Körper, die ich hier so bekommen habe. Und ich denke, das ist in jedem CAD-System ähnlich. Da ist halt, bei dem einen funktioniert es mit dem einen Knopf, bei dem anderen mit einem anderen. Aber in allen CAD-Systemen gibt es letztendlich Optionen, um Teile im Raum zu verschieben oder genau zu platzieren. Und um das jetzt genau zu platzieren, hat mir iPhone freundlicherweise hier so ein kleines Koordinatenkreuzchen mitgeliefert. Das habe ich nämlich in der Hilfefunktion bei iPhone gesehen, dass ich dieses Koordinatenkreuz einfach unten vorne links in meine Konstruktion einfügen muss. Genau das mache ich jetzt mal. Unten vorne links, das ist also hier natürlich die Innenecke, die wähle ich hier aus. Und wir sehen schon, ich habe jetzt in meinem einfachen CAD-System, in meinem AutoCAD, Scharniere platziert und die sitzen genau an der Stelle, wo ich sie auch gerne hinhaben möchte. Ich kann mir einfach sicher sein, die Platzierung ist schon mal korrekt. Was ich jetzt noch nicht habe, sind natürlich die Bohrlöcher in der Tür. Und genau das wollen wir jetzt mal generieren. Denn ich denke, fast jedes CAD-System, was ein bisschen höherwertiger ist oder ja, letztendlich sehr viele CAD-Systeme haben Funktionen wie Boolesche Operationen oder manche nennen es halt hier Differenz. AutoCAD hier nennt es eine Differenzfunktion, die ich jetzt mal hier aufgerufen habe. Und so mache ich es mir recht einfach. Ich ziehe von der Tür einfach diese drei kleinen Zylinderchen hier oben ab und nochmal die drei kleinen. Oh, hier habe ich einen vergessen. Der ist wahrscheinlich beim Verschieben leider nicht mitgekommen. Das müssen Sie entschuldigen. Ziehe die halt hiervon ab. Und wenn ich jetzt mal mir das Bauteil letztendlich isoliere, dann sehen wir, dass ich jetzt Bearbeitung in einer Tür habe, die ich halt ja, in meinem reinen AutoCAD-System konstruiert habe. So, ich blende jetzt mal wieder alles ein. Isolieren, Elemente einblenden, weil, dass das jetzt mit einem Top-Scharnier funktioniert, mag noch vielleicht für den einen oder anderen recht simpel sein, das kriegt man vielleicht noch von Hand hin. Schwierig wird es vielleicht, wenn wir das Ganze noch mit einem Schubkasten machen. Ich denke, Sie kennen das, dass bei einem Schubkasten sind es mal schnell mehr als nur zwei Teile, die irgendwo im Raum zu platzieren sind. Da rede ich halt schnell von ja, 6, 8, 12 oder noch mehr Teilen, weil alle Teile natürlich auch noch links und rechts zu platzieren sind jeweils. Und jetzt versuche ich mal, ob ich nicht die gleichen Informationen aus dem iPhone gesaugt bekomme, quasi, die ich auch gerade bei dem Scharnier bekommen habe. Also messe ich mir wieder meine Zone kurz ab. Letztendlich weiß ich die Informationen ja, weil ich habe das Möbel ja vorher selbst gebaut. Aber jetzt einfach nochmal zur Hilfestellung auch für alle hier. So, und gucke jetzt nochmal von dieser Seite, um halt auch die Tiefe zu messen. Greife ich auch hier mal noch das Tiefenmaß ab. Aha, 450 mm. Und drehe mir das wieder so, dass ich alle Maße sehen kann. So, jetzt sehen wir also 343 mm in der Breite, 204 in der Höhe ist hier das lichte Maß. Und 450 Licht in der Tiefe. Genau diese Informationen merke ich mir wieder, springe wieder genauso in den
in die Funktion des iPhone Composer hinein hier und wähle jetzt natürlich nicht das Scharnier, sondern in meinem Fall natürlich ein Zagensystem oder meinetwegen auch hier ein Auszugssystem, wo ich dann eine Unterflurführung oder sowas wählen könnte. Aber nein, ich möchte hier vielleicht ein Zagensystem wählen und gebe jetzt hier wieder genau die Parameter ein, die ich gerade abgemessen habe. 343 mm war es, glaube ich, in der Breite. Die Höhe waren 204,5, wenn ich mich recht erinnere. Tiefe, das war einfach, das waren eine glatte 450. Ja, das System soll als Frontauszug ausgeführt werden, beziehungsweise als Schubkasten, halt, der aufschlägt, ausgeführt werden. Seitendicke, Frontdicke werden hier noch abgefragt, falls irgendwelche Dübel vielleicht in diese Bauteile reinragen und natürlich nicht auf der anderen Seite hinausragen sollen. So, auch hier habe ich jetzt wieder diese mich unterstützende 3D-Vorschau und sehe, ja, ich bin hier, habe hier quasi richtig geplant, ich bin im Rahmen von einem Schubkasten unterwegs und wenn ich das jetzt mir so vorstelle in meinem Möbel, scheint auch die Größe einigermaßen zu passen. So, mit genau diesen Informationen springe ich jetzt wieder in unsere Beschlagauswahl, wähle jetzt einfach mal willkürlich einfach den nächsten Hersteller, damit wir mal jedem eine Chance geben, quasi hier ausgewählt zu werden. Und auch hier bekomme ich jetzt erstmal halt passende Beschläge für meine Situation geliefert, die ich jetzt ja entweder beliebig filtern kann oder ich kann unten direkt auswählen. Kann ich hier sagen, ja, ich möchte gerne eine 90er Zage haben. Welche Nennlänge favorisiere ich hier? Und hier sehen wir schon genau diese Filterfunktion, die ich gerade angesprochen habe, nämlich Sie erinnern sich, die Korpustiefe war ja nur 450 mm. Normalerweise ist der Bauraum, den das Modell dann benötigt, etwas tiefer. Damit ist natürlich 400 mm die maximale Nennlänge, die hier auszuwählen ist. Ja, Farbe, entweder will ich es unten direkt oder ich wähle mir noch beliebig eine aus. Und genau diese Zage oder dieses Schubkastensystem möchte ich jetzt gerne mal auswählen. Sie haben gesehen, kurz wieder die automatische Auswahl. Und jetzt springe ich noch halt quasi hier so durch den Baum durch und sage genau, ja, ich möchte gerne vielleicht ohne dieses elektrische System, das ist mir hier zu aufwendig. Oder wie soll denn meine Frontbefestigung sein mit einem Spreizdübel und so weiter. Auch hier ist es wieder so, wenn ich alles perfekt bestückt habe, ich bin mit allem fertig, bekomme ich hier das große Häkchen und sage mir, du kannst das beruhigt in deinen Warenkorb packen oder noch optionale Artikel hinzufügen, ganz nach Wunsch. Diese Information speichere ich jetzt wieder in der Merkliste. Ja, und jetzt erinnern Sie sich, es ist eigentlich genau das gleiche wie jetzt eben auch. Ich sehe wieder eine kleine Übersicht, Zage, Schiene und Frontbefestigung hier in dem Falle. Und wir erinnern uns auch, im Hintergrund stecken die wirklich wichtigen Informationen, die jetzt gleich miteinander verheiratet werden. Ja, ich wähle natürlich die gleichen Angaben hier aus. Auch hier wieder das beruhigende Pop-up. Du kannst gerne mit einer anderen Anwendung weiter fortfahren. Sie sehen schon, das hat hier sehr, sehr schnell funktioniert. Also diesmal waren es nur, ja, ich habe nicht gestoppt, aber das waren maximal 4-5 Sekunden. Ich denke, für das, was wir als Ergebnis daraus bekommen, eine allgemein, ja, ordentliche Performance. Ich lade das ZIP-Archiv wieder herunter. Packe das hier wieder. So, jetzt sehen wir natürlich, habe ich ähnlich wie in der Merkliste jetzt eben gesehen, habe ich natürlich hier auch mehrere Modelle bekommen. Öffne die auch nochmal, damit wir mal gemeinsam drauf schauen können, was da angekommen ist. Mit Ihnen gemeinsam hier im Cut und sehe, aha, das ist also schon wesentlich komplexer als nur letztendlich Scharnier- und Montageplatte, sondern hier haben wir wirklich halt mehrere Teile auf der rechten Seite, mehrere Teile auf der linken Seite, die hier ja letztendlich hoffentlich korrekt im Raum zu platziert wurden. Auch das hier nehme ich kurz auseinander, damit wir später uns die einzelnen Teile zurechtschieben können, wenn wir sie anders benötigen. Und ja, ich markiere mir wieder alles, kopiere es rüber in meine eigentliche Zeichnung, füge das dort mal wieder irgendwo im Raum ein und habe mir jetzt gemerkt, letztendlich muss ich ja nur das Ganze verschieben.
Eifern, wie gesagt, liefert mir hier freundlicherweise dieses kleine Koordinatenkreuzchen mit. Und ich habe mich erinnert, das gehörte vorne und links hin. Und Sie sehen auch, ich habe es gerade gar nicht erwähnt, Sie sehen auch, Eifern war quasi so freundlich, hat mir sogar den Boden und die Rückwand, weil das wäre ja jetzt auch relativ komplex gewesen. Wie hoch sind die zu konstruieren, an welcher Stelle und welche Abmessungen haben die genau? Und daher hat Eifern die quasi direkt mitgeneriert für mich, damit ich das nicht selber tun muss. Und Sie sehen auch, wenn ich jetzt von vorne drauf schaue, aha, das passt perfekt von rechts nach links. Und auch wenn ich von oben drauf schaue, schauen wir mal, sitzen die Dübel genau in der Front, wie sie sein sollten. Also jetzt könnte ich wieder das gleiche Spielchen machen wie gerade auch. Ich nehme wieder die Differenzfunktion von meinem CAD-Modell, von meinem CAD-System. Und das muss jetzt hier kein AutoCAD sein. Das weiß ich, das habe ich in anderen CAD-Systemen auch schon ausprobiert. Dass ich einfach über eine Differenzfunktion jetzt die Volumenkörper von meinem Volumenkörper abziehe. Und zack, habe ich letztendlich perfekt gebohrte Teile. Genauso, dass ich mir sicher sein kann, das ist auch korrekt. Ja, ich denke, soweit von meiner Seite. Ich würde weiter oder zurückgeben an Dirk. Und bedanke mich bei Ihnen und auch von meiner Seite gerne Fragen im Chat. Ja, vielen Dank, Benjamin, für die tolle Präsentation. Ja, Benjamin hat Ihnen auch gezeigt, wie mit Ihren Daten, wie mit Ihren Artikeln letztendlich etwas erzeugt wird, etwas konfiguriert wird. Auf der einen Seite eben halt komplett autark auf unserer Webseite, die dann eben halt in jedes CAD-System übertragen wird. Wenn ich jetzt einfach mal spielen darf und sage, was bedeutet das denn? Das wäre so, als wenn Sie sagen würden, Sie sind auf der Messe und egal von welcher Nation die Kunden kommen, jeder versteht Sie, wenn Sie was sprechen. Wenn Sie etwas sagen, es funktioniert im Grunde bei allen gleich. Das ist unsere Anycut-Funktion. Egal welcher Nutzer dahinter steht, egal welches System dahinter steht, alle Daten können entsprechend genutzt werden. Also das ist eine wirklich tolle Neuheit, die wir eben halt heute präsentiert haben. Darüber hinaus den Composer, den wir jetzt ja gerade gezeigt haben und überhaupt, wie eben halt die Daten in, wie Konstrukteure von dem Verkauf von mir aus bis hin in den Maschinenraum eben halt mit entsprechenden Daten arbeiten. Die Möglichkeit, dass Sie die Daten auf Ihre eigene Webseite darstellen mit Your iPhone. Bedeutet, wir haben, ich denke mal, uns jetzt nicht persönlich getroffen, das wäre natürlich toll gewesen in Köln. Aber wir haben eben halt trotzdem das letzte Jahr sehr intensiv daran gearbeitet, iPhone weiterzuentwickeln. Und es bietet Ihnen in Summe eben halt eine Fülle an unterschiedlichen Dingen. Eins ist ganz wichtig. Was ist ein Hauptkriterium? Ein Hauptkriterium ist Sicherheit. Egal was, Ihre Stammdaten sind sicher, Ihre Verarbeitungsdaten sind sicher. Ihre Daten sind vom Zeitpunkt Time to Market her. Wenn sie bei uns integriert sind, kann da jeder mitarbeiten. Sie können mit uns individuelle Dinge umsetzen oder aber im Standardbereich. Ja, von daher haben wir heute jetzt die eine Stunde nutzen dürfen, um Ihnen entsprechend was zu zeigen. An der Stelle möchte ich mich auch an die Menschen, Kollegen, die hinter der Kamera oder die eben halt das Ganze organisiert haben. Das sind auf der einen Seite hier Dominik Säger, der die ganze Technik koordiniert. Da möchte ich mich sehr für bedanken. Es läuft alles immer fantastisch und reibungslos. Natürlich auch an das Team von Benjamin Stüttgen, die es eben halt ermöglicht haben, diesen Composer darzustellen. Es sieht so einfach aus und es war ein ganz kleiner Satz, den Benjamin gesagt hat. iPhone war so nett und hat mir noch den Boden und die Seite. Da würden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, das ist selbstverständlich, ist aber eine sehr komplexe Situation. Und wenn Sie es umbrechen auf den Arbeitsbereich eines Schreiners, da geht so manche Minute bei ins Land und hier waren zum Download 4-5 Sekunden. Das heißt also, Ihre Daten helfen im Grunde bei allen in den Prozess beteiligten Personen, abteilungsübergreifend. Sie haben die Möglichkeit, mit uns über den Chat zu kommunizieren. Das ist das eine. Sie können natürlich auch uns entsprechend im Nachgang kontaktieren über die E-Mail-Adressen, die im Web bekannt sind. Dann bleibt mir nur noch eins. Natürlich hat das Marketing auch ganze Arbeit geleistet. Als bei uns auch hieß, die Interzum wird abgesagt, mussten wir uns von unserem Messestand, den wir wissen, wie wir den aufzubauen haben und wie die Mechanismen funktionieren, mussten wir schnell und sehr intuitiv und sehr neu denken und arbeiten. Das hat das Marketing auch mit toller Arbeit und tollen Grafiken unterstützt. Von daher auch an der Stelle mein Dank.
Ich habe jetzt ein ganz bisschen überzogen. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung. Mir bleibt eigentlich nur noch eins. Ich hoffe, dass wir in 2 Jahren uns dann live sehen und zwischendrin natürlich am besten in einem Beratungsgespräch. Kontaktieren Sie uns. Wir kommen gerne mit Abstand, mit Maske, wie sich es eben halt den Corona-Maßnahmen entsprechend gehört. Und von daher verbleibe ich auch im Namen meiner Kollegen. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.